Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, wir sind jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wo wir sind. Ich habe das jetzt schon wieder vergessen. Auf jeden Fall. Ne, wir sind im Piratenversteck, ne? Auf jeden Fall können wir da nicht durchschießen. Ich hör lieber auf damit. Hört das auf, ich sah ihn weg? Ah, okay. Ich dachte nämlich gerade, wie soll ich da wieder rauskommen? Aber ne, passt. Wir müssen, ich weiß echt nicht, wo ich hin muss. Sieht aber so aus, als ob wir fast fertig wären. War ja ein bisschen gefehlt letztes Mal wegen der Steuerung. Dementsprechend habe ich jetzt auch wieder ein bisschen was geguckt, ob es vielleicht jetzt besser geht. Wobei jetzt war das schon wieder Faxen. Vor der Aufnahme hat es noch richtig gut funktioniert, weil jetzt bin ich noch weiter hinten. Und ich habe die Sensor auf so ein Teil gestellt. Auf so ein kleines Teil, damit es nicht komplett auf irgendwas steht. Keine Ahnung. Und ich bin jetzt halt eben noch weiter weg und ich hoffe, dass es jetzt vielleicht ein Ticken besser funktioniert mit der Steuerung. Aber irgendwie habe ich da meine Bedenken. Ja. Und von der Tür kamen wir doch. Wieso musste ich das überhaupt aktivieren? Ich brauche doch die Kugel hier. Also so wie es aussieht, müssen wir da links rein. Wir kamen also von da. Bedeutet, wir legen die Kugel jetzt ganz einfach hier hin. Dann kommen wir nämlich da rein. Können jetzt nochmal da drauf schieben. Dann ist das nicht elektrisiert. Dann kommen wir also wieder durch und wir kommen dann da durch. Ja, so war das dann schon von Anfang an gedacht. Alles klar. Jetzt können wir gleich mal testen, ob die Steuerung funktioniert ein bisschen besser. Wenn ich das jetzt hier so mache und dann so. Ja, okay. Und so, ne, so, na, was, wo kommt der jetzt her? Ja, genau! Nein. Ne. Ne. Nein, na, was macht der denn? Jetzt hat für, ne, nicht schon wieder so viele Herzen umsonst verlieren. Ja, okay. Was soll ich tun? Hallo, ich habe gar keine Chance. Link, du sollst nach oben. Natürlich treffe ich nicht. Natürlich treffen. Guck mal, wo der jetzt aus offen ist. Ey, nee, jetzt fangen sie schon wieder so an mit der Steuerung, ganz ehrlich. Habe ich irgendwas? Das bringt auch nicht viel. Ach, weißt du was, ich geh jetzt ja. Ich renn da einfach durch, lol. So. Einfach hier durch. Ja, okay, es geht auch nicht zu oder so. Ey, jetzt habe ich schon wieder so viele Herzen verloren, komplett umsonst. Das kotzt mich an. Wir kriegen wieder so ein Mondding. So ein Schatten. Wieso immer Mondding? Ich denke immer ein Mondding. Aber es ist ein Schattenkristall. Jetzt müssen wir nochmal kurz gucken hier. Wegen Aufnahme, aber passt, okay. So, davon haben wir jetzt auch schon vier. Die müssen doch irgendwas wert sein. Die müssen noch sehr viel wert sein, hypothetisch. Rein, theoretisch, rein. Rein, was weiß ich. Auf jeden Fall stand 20er drin gewesen, guck mal. Das ist doch was. Wir saugen oder wir blasen einfach alles weg. Da schon mit 20er. Ganz schön viel Geld hier. Oh nein, das ist ein Gegner. Das sehe ich doch jetzt schon. Oh, ein Herz, sehr gut. Oh, jetzt hupt es auch nicht mehr. Gott sei Dank. So, jetzt gibt es hier wieder ein paar mehrere Wege. Da kommen wir wahrscheinlich mit dem Zeitding dann durch. Da fällt noch ein Herz. Natürlich nicht. Da vielleicht. Nee. Nee. Doof. Und hier oben ist auch nichts. So. Dann gucken wir nochmal hier, was hier so war. Wieder Fässer, aber in den Fässern ist halt überhaupt nichts. Warte mal, wir können auch hier durch. Aber ich glaube. Ah, okay. 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 Was, das sind zwei Türme? Hat der mir gerade zweimal Schaden gemacht? Mama, hallo? Ach du Scheiße. Ja, ist klar, oder? Ist klar. Ey, hallo, ich bin tot. Also mehr Betrug geht wirklich nicht. Also mehr Betrug geht wirklich nicht. Wo bin ich jetzt eigentlich? Wieso bin ich denn jetzt schon wieder hier?
So, weil ich nicht doof bin, habe ich natürlich den Save State geladen von meiner, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und jetzt sieht es ja schon besser aus, weil ich halt einfach nicht beide Türme aktivieren sollen. Das war halt ein bisschen doof von mir. Jetzt aktivieren wir einfach mal einen. Müsste jetzt sein. Und mach den jetzt natürlich nicht, weil der macht halt auch ein Herz Schaden und dann macht der uns so viel Schaden. Oh ja. Nein, das ist schon wieder. Nein. Zeitstein, so nicht. Okay. Und ich habe gesehen, dass der irgendwie mit dem Schild das auch irgendwie geblockt hat. Allerdings ist mein Schild dann von auf. Lol. Nein, chill. Junge, das Schild geht ja mega schnell. Achso, lang kann das auch nicht halten. So, wir knallen dich kaputt, dann stechen wir da rein und dann läuft es. Ja, guck mal, hier zwei Herzen haben wir jetzt verloren. Das ist doch schon viel besser. Aber das. Warte mal. Ah, ne, ich kann es hier hinstellen. Irgendwie hier. Ah, ne, zu weit. Dann kann ich nämlich. Was? Ich muss es auch noch aufmachen. Oh Gott. So. Ist es dann offen? Ja, das ist offen. Und dann können wir hier den Schalter aktivieren. Dann geht es da auf. Hä, das war doch. Okay, kam irgendwie keine Animation, dass es aufgeht. Und jetzt kommen wir hier durch. Ich dachte gerade nicht, lol. Aber jetzt kommen hier zwei Gegner, ne? Genau. Wie war denn das? Ich mache mal ein. Oh, lol. War das nicht irgendwie so? Oh Gott, die Sensorbar. Was macht die denn? Ah, lol. Lol. So. Zack. Zack. Hau doch drauf, Link. Oh, yeah. Okay. Hat er komplett unnötig Schaden genommen schon wieder. Aber Link haut halt echt nicht drauf. Der buggt immer noch zu viel nach links, aber da kann ich ja echt nichts dran ändern. Das ist halt das Doofe. Okay. Geh doch nicht sofort wieder zurück, hallo? Bleib gefällig offen. Jawohl. Dann nicht? Wo schaut ein Link überhaupt hin? Der soll. Ja, okay, Sensorbar ist gut. Ich weiß nicht, was das Problem ist von dem Emulator. Die Sensorbar passt perfekt. Die steht bei keinem Wii-Spiel. Junge, zieh doch nicht immer nach links. Ich beweg doch nichts. Oh. Anstrengend, echt anstrengend. Wir haben jetzt Skyward Sword auf der Switch aber auch nicht besser, weil man den Joy-Con zum Aussehen soll. Immer diese Bewegungssteuerung. Aber man kann es ja anscheinend auch mit dem Pro-Controller spielen, dann wäre es sogar blöd besser. Ich weiß es echt nicht. Ganz gruselig. So ein Twilight Princess ist doch echt chilliger. Ach, und jetzt sind wir hier und jetzt können wir das hier. Können wir das jetzt hier reinnehmen? Ja, okay. Und ich hätte jetzt nochmal hinlaufen müssen komplett. Ich glaube auch. Ah, jetzt geht das hier auf. Irgendwas auf dem Ding drauf? Ah ne, das ist nur eine Flagge oder so. Der Heilkopf ist oben. Das ist wahrscheinlich ein Dungeon, kann ich mir vorstellen. Aber die Tür geht jetzt auch auf. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Durch die Kraft der Kugel der Zeit hat sich hier etwas verändert. Ich empfehle einmal nachzusehen. Nee. Laber nicht, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. So, nochmal gucken, wie lange ich hier noch aufnehme. Ah, ich finde meine Füße gerade voll wild, ne? So, 13 Minuten, okay. Dann haben wir ja noch 15 Minuten. Okay. So, wir sind jetzt da rausgekommen. Das war doch schon oberhalb von dem Ja, genau. Hat sich jetzt hier draußen was verändert? Oh Gott, da ist Sand. Okay. Herzen bitte. Oh ja, danke. Danke. Gott sei Dank, da waren noch ein paar Viecher. Aber die sind mir jetzt echt relativ egal, no front. So. Ne, da dürfen wir nicht hin, oder? Gebiete für so berichten. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass dieser Mast und diese Segelteile des Schiffs waren, in dem Nairos Flamme ruht. Und von jetzt an kannst du das Schiff in dem Nairos Flamme ruht mit der Aurasuche aufspüren. Ach, jetzt plötzlich, okay. Wild. Mach mal.
Das war falsch. Wir nehmen das da. Hä? Da hinten am Arsch der Welt. Was wird hier noch passieren? Ich glaube, wir müssen hier mit dem Schiff einfach noch eine Weile entlang. Habe ich das jetzt alles gemacht, um diese Aurasuche zu kriegen? Kann das sein? Dankeschön, Spiel. Könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Guck mal, da oben ist was. Da ist ein silberner Rubin, oder? Wait. Nee, das, wenn da nochmal sowas ist, ist da kein silberner Rubin. Was ist denn da? Das ist ein Rubin. Das sind überall Rubine, nur da nicht, oder? Das sind einfach Hunderter. Wie viel kann ich haben? Plus 900. Bis zu 1400. Ja, dann nehme ich die gleich mit, oder? Dann nehmen wir die doch gleich mit, lol. Einfach so random Rubine. Ja gut, das ist jetzt von da dumm. Ne, von da ist dumm. Aber da oben ist nichts, oder? Ne, da oben sieht es nichts aus. Okay, alles klar. Random Geld liegt da einfach. Ne, ist natürlich sympathisch. Würde ich nämlich gerne mit. Das ist kein Problem. Wir speichern lieber nochmal. So. Und übrigens, diese Frau, die sich in mich verliebt hat bei dem Bazar, hat mir Manu noch geschrieben, das ist erst der Anfang, also ich muss da noch sehr viel mehr machen. Juhu. So, kommen wir da jetzt hoch? Das sieht so weit weg aus. Schaffen wir nie. Nee. Ah, fast. Noch näher ran. Aber kann ich auf das Boot? Aber dann kann ich doch nichts mehr machen, oder? Ich muss eh mit dem reden. Ich hab einen Anhalt. Ja. Du bist zufällig, dass ein Schiff. Ja, wir finden dein Schiff. Das machen wir. Berechnen wir auf. Bzzz. Ja, machen wir. Aber ich kann das Admin trotzdem nicht benutzen, oder? Wollen wir wirklich dieses riesige Meer absuchen? Mir bleibt nicht viel mehr übrig, als dir zu vertrauen. Vermutlich hast du dich das Schiff getarnt. Wenn wir es aber mit der Kanone treffen, wird es sichtbar werden. Ich kann das aber trotzdem nicht. Okay. Haben wir noch irgendwo was? Nee, das ist das Einzige. Das ist nur das. Dann gehen wir da einfach mal lang, oder? Wird schon besser. Bisschen Boots fahren hier. Oder kommen wir auch nicht durch? Oder kommen wir da durch? Nee, da kommen wir nicht durch. Kommen wir überhaupt irgendwo durch? Das ist noch die gute Frage, ne? Stopp! Stopp! Komm ich da durch? Ja, das sind ja Lücken, aber die bringen überhaupt nichts. Das ist ja mega dumm. Irgendwo muss ich durchkommen. Warum das Boot eine Beschleunigungs- oder ist eine Ausdaueranzeige? Ich weiß immer noch nicht, ne? Das wird mich immer noch interessieren. Aber gut. Ich vertraue einfach mal, dass hier irgendwann mal ein Weg kommt. Oder ist es hier? Ah, das ist hier? Na dann. Dann können wir hier easy lang. Ohne Probleme, so. Und wir können sogar so beschleunigen. Ja, guck mal, hier kannst du immer näher, immer näher. Ich kann mir so gut vorstellen, dass hier irgendwelche Inseln... Aber wobei, man kann nicht aussteigen einfach so. Das bedeutet, eigentlich kann man hier nichts verpassen. Groß. Ach, das ist ja nur das. Okay. Warte mal. Hä? Das Mob... Das prankt mich! Das Scheißboot bewegt sich, oder was? Ah, jetzt!
Ich hab's getroffen. Hä? Hast du was gesehen? Das war mein Schiff. Das ist aber richtig groß. Los, verfolgen wir es und immer fest drauf mit der... Was? Ach du Scheiße, aber ich glaube, ich habe jetzt einen Trick raus. Wir fahren einfach ganz nah dran. So. Und dann, zack. Jawohl. Jawohl, jawohl, okay. Aber es kann sich nicht wegteleportieren, also. Das ist schon mir klar. Zack. Ja. Ja, 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 ja. Okay, ich dachte, jetzt muss ich... Was passiert hier noch jetzt? Aber das ist ein richtig großes Schiff. Ach du Scheiße. Einfach unsichtbar kann das werden. Lol. Nee, das war nicht jetzt lustig. Wir gehen auch direkt drauf. Mit böser Musik. Okay. Sandgaleone. Das ist auch kein Dungeon. Auf jeden Fall sehen wir hier entweder tote Viecher oder Roboter. Ne, das sind aber eher Viecher, weil man da Knochen sieht. Okay, und wir müssen da hoch, oder was? Ja, ganz toll. Erstmal müssten wir gucken, ob wir überhaupt einen Zeitstand irgendwo kriegen. Was steht denn da drin? Da kommen wir nämlich rein. Da haben wir ja gerade ein Schlüsseltor gesehen. Und so ein Teil zum TP. Das ist aber wie in einem Dungeon. Das ist aber wie ein Dungeon, diese Statue. Diese Statue ist wie in einem Dungeon. Da ist doch irgendwas voll. Oh, sitzen, danke. Kann ich auf die Aufnahme schauen? Und heilen. So. Okay, wir haben hier einen Schlüssel immer noch. Und wir kommen da runter. In den Keller. Vom Boot. Wir brauchen hier einen Staubsauger, der nicht saugt, sondern pustet. Zack, weg mit dem... So nicht. Wir wollen hier nicht sprengen, wir wollen hier nur... bisschen was pushen. So. Bisschen sauber machen, war ja schon eine Weile hier Corner. Da ist schon wieder ein Viech drin, oder? Nee, aber ein 20er. Den ich mit Vergnügen mitnehme. Aber sonst nix. Okay. War auch mal interessant oder cool in so einem Schiff. Kennt man auch nicht. Guck mal, da ist so ein Symbol von Mut oder Weisheit oder was weiß ich. Das kann ich mir eh nie merken. Da oben sind Fledermäuse. Dementsprechend machen die gleich mal kaputt hier. Merkt mit dem Ungeziefer. Ja, Link, Link, Link. Gut, danke. Und dann hier rein. Finden wir dann irgendwie was, was wir gebrauchen können? Wir brauchen einen Schlüssel zum Beispiel. Nee, aber hier sieht es mir nach Zeitstein aus. Nach dem grünen Zeitstein von Marvel Cover. Natürlich treffen wir. Nein, ich wollte gerade rennen. Ey, der singt so schnell. Oder kann ich da einfach vorbeirennen? Hab ich nicht auch irgendwas? Nee, ne? Dann versuchen wir da mal lang zu rennen und wir schaffen's. Der juckt, den juckt's gar nicht, das Viech. Ja, guten Tag, ich bin auch hier, ne? Ja, das juckt mir. Was? Oha, chill! Ach so, ich kann das nicht angreifen, deswegen krieg ich Schaden. Link, 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 nach oben! Stoß! Alter, Link. Jetzt habe ich 3 Herzen schon wieder verloren. Kann ich das haben? Oh, danke, das hat funktioniert. Guck mal, der guckt nach links, ich guck hier gerade aus. Wisch. Wisch mal chillen, sein Sauber, oder? Man. Kann man das hier pushen? Das kann man echt pushen. Ich glaube, das bringt mir nichts. Vielleicht braucht man es aber irgendwann. Deswegen ist vielleicht doch gut, dass wir diese Funktion jetzt gefunden haben. Falls man das mal braucht. Aber ich habe hier noch eine Tür gesehen. Und da vielleicht Herz oder so? Ja, perfekt. Da ist was zum Zeitstein haben und da ist alles zu... Wir werden safe einen Zeitstein kriegen, Friends. Ich weiß es genau. Dann gucken wir mal hier unten. Da ist noch eine Tür. Okay, da geht es in den ganz neuen Raum. Der laden muss. Oh je. Yeah. Gemetzel! Woohoo!
Gemetzel und Geld und Geld und Geld und ohne Ende Geld und juhu! Ich soll das Geld wieder einsammeln. Juckt mich nicht! Oder juckt mich? Nö, juckt mich nicht. Ah, nicht Nunchuck gegen Fernbedienung. Stopp, stopp, stopp. So, guck mal hier, Gemetzel. Oh, ne, das ist Knochen. Zack! Wer freiwillige vor, jawohl! Perfekt. Link hält schon wieder sein Schwert ganz gruselig, wie es kein Mensch halten würde. Und jetzt sind wir auch schon wieder fertig mit dem Gemetzel. Jetzt können wir wieder einen Zeitstein machen. Zeitstein. Eine Vogelstatue aktivieren. Ich speichere immer. Immer safen, das ist ganz wichtig. Vor allem bei meinem Skill. Wir heilen uns kurz mit einem Herz. Denn da ist. Oder auch nicht. Danke. Da ist ein Turm. Ne, wir kriegen deinen Zeitstein, ist das genau? Xenogebieter. Das ist ein Dungeon? Dieses große Tor ist fest verriegelt. Ich schätze, dass sich hinter ihm etwas Wichtiges verbirgt. Ja, das ist aber. Aber wenn das so ein Schlüssel ist und solche Vogelstatuen, das ist halt einfach echt ein Dungeon. Ein Schiff ist einfach ein Dungeon, ich glaub's nicht. Aber auch interessant. Das sind 1000 Truhen hinter. Ich will dahin. Ich will Schatz. Den großen Schatz des Kapitäns. Hat der nicht einen Namen? Ich hab's vergessen. Ich weiß, dass das sich Kapitän nennt. Wir brauchen trotzdem noch ein Zeichen. Ah, guck mal, da ist wieder so ein Kombi-Ding. Und ganz viel Dreck. Da ist auch wieder irgend so ein Viech irgendwo. Nee, aber da ist ein Zahnrad. Das mach ich mal kaputt. Sorgen hier noch ein bisschen was weiter weg. Hier hätten wir nämlich noch einen Knochen. So. Aber da ist nur ein Zahnrad, so wie es aussieht. Okay. Nee, finde ich cool bis jetzt. Ah, die Zahnräder zeigen mir an, was ich machen muss. Das ist schon mal nach links. Was haben wir hier Schönes? Da ist so ein Roboter. Nochmal ein Zahnrad, genau. Noch ein Zahnrad. Braucht man nicht 4. Und da, okay, da haben wir also alle. Wir haben safe alle schon mal. Wir müssen jetzt aber, glaube ich, auch nicht alles wegsaugen. Links, unten, links, rechts muss sein. Links, unten, links, rechts. Genau, das schon mal nicht. Links, unten, links, rechts. Nee. Links, unten, links, rechts. Bin ich behindert? Links, unten, rechts, links. Ach so. Links, unten, rechts, links. Ja gut, jetzt wird natürlich noch die Reihenfolge. Rechts, links, unten, links. Gibt es hier irgendeinen Hinweis für die Reihenfolge? Safe fängt's mit links an. Aber wir kriegen doch nichts, bevor wir diese Kombi nicht haben. Guck mal, mir fällt jetzt was auf. Da ist noch was Rotes dran. Bedeutet, das müsste, glaube ich, nach unten heißen. Das ist nach oben. Das ist nach rechts. Und das ist nochmal nach unten. Ah! Okay, okay, okay. Jetzt. Das sind 4. Sind da 4 rot? Das sind 4 rot. Okay. Jetzt haben wir's. Also, wir müssen. 1, das ist nach unten. Unten, dann oben. Oh, unten, oben, unten, rechts. Unten, oben, unten, rechts. Unten, oben, unten, rechts. Bam, okay, nice. Ich hab mich schon gefragt, warum ist da rot, lol. Nice, jetzt bin ich voll stolz auf mich, dass es rauskommt. Ne? jetzt fühle ich mich. Aber, guck mal, jetzt ist doch perfektes Partner. Wir machen hier noch eine Truhe auf. Kriegen dann. Irgendwas mit Zeit? An den Schlüssel, den wir einfach noch brauchen.
Okay, und dann können wir vielleicht da den Zeitstein, keine Ahnung. Hier geht's aber auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Ich habe sehr viel Bock dann auf das nächste Mal. Dann geht's weiter auf diesem Schiff, das verlassen ist. Mit ein paar Viechern. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Danke fürs Zuschauen. Heute war es schon eindeutig ein bisschen besser. Lasst ein Abo neu, ich würde mich sehr freuen. Und ich sehe dich hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Hau rein, Antigua. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.